Willkommen zu meiner spoilerfreien Filmkritik zu Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Worum geht es in diesem Film? Wir begleiten Mildred, ihre Tochter wurde vergewaltigt und verbrannt. Die Polizei hat mit ihren Ermittlungen noch nichts erreichen können. Somit beschließt Mildred, die titelgebenden Billboards, die Plakatwände zu mieten und eine Botschaft zur Motivation der örtlichen Polizei dort zu platzieren. Wie ist das Ganze umgesetzt? Wir haben ein Drama, die Story hat sehr viel Potenzial, wird allerdings zum Ende hin nicht ganz aufgelöst, was ich sehr unglücklich und unbefriedigend finde, was die reine Story betrifft. Die Art der Erzählung hat tolle und auch emotionale Momente. Der Film lebt in erster Linie von der tollen Umsetzung, nicht von der Story selber. Also es ist so ein bisschen schwierig zu beschreiben. Ich würde immer sagen, wenn man es auf ein Videospiel überträgt, würde ich sagen, die Story ist blöd, aber das Spiel macht Spaß. Und das ist bei diesem Film irgendwie so genau das Gleiche. Die Story ist, ja, die ist nicht blöd, aber sie wird nicht aufgelöst, sie ist unbefriedigend. Aber das, was man sieht, der Weg dahin, das, was der Film zeigt, das macht, ist einfach wirklich großartig umgesetzt. Zumal der Film auch tolle, spezielle Charaktere bereithält, die wirklich in ihrer Art sehr zu unterhalten wissen. Kommen wir zur technischen Umsetzung. Ich habe den Film über Netflix gesehen. Er liegt im 21:9 Bildformat vor. Die Bildqualität ist gut umgesetzt. Der Ton ist mit einer guten Dynamik, allerdings insgesamt relativ zurückhaltend umgesetzt. Kommen wir zum Fazit. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ist ein unterhaltsamer Film mit tollen Momenten. Ich vergebe 4 Sterne für die tolle Art der Erzählkunst. Die Geschichte wird allerdings nicht zu Ende erzählt, was für ein kleines Meisterwerk einfach ein Fauxpas ist, der in meinen Augen nicht passieren darf. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Je nach freier Zeit gucke ich mehr oder weniger Filme, meist über die bekannten Videodienste Amazon Video und Netflix. Wenn ihr nicht verpassen wollt, welche Filme sich lohnen, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke.